Meine Güte. Augen auf beim Open-TDD-Spielen. Und stand eigentlich wäre jetzt die eine Stunde Aufnahmesitzung eigentlich im Prinzip gleich vorbei, aber ich werde, ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt diese Sitzung hier ein bisschen länger mache und dafür dann die allerletzte Folge, wo wir dann sozusagen hier das beenden. Dann wird dann eine Folge in Überlänge, sag ich mal so, und daher werde ich jetzt ja diese Aufnahme ein bisschen länger gestalten. Ich hoffe, ihr habt da jetzt nichts groß dagegen. Ich meine, ihr könnt da ja jetzt auch nichts dagegen tun, weil ich mache das jetzt einfach so. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch eine Druckerei haben hier oben. Das ist aber auch hässlich hier, die Kurve. Oh nee, wer baut denn sowas? Kann man das irgendwie hier mit anbauen? Dann müsste man hier unten irgendwie die Kurve rankriegen. Noch eine Station mehr dran. Lokus Till macht dicht. Haben wir dort was? Nee. Ich entschärfe erstmal die Kurve. Sieht ja so furchtbar aus. Auf die Gefahr, dass mich die Städte total scheiße finden, aber passt genau hierher, prima. So, wir haben das Jahr 2048. Das heißt, wir stehen im Prinzip unmittelbar vor Beendigung. Dieser Staffel. Oder nehme ich hier unten den? Ne, ich bleib dabei und werde den hier anbinden. Na gut, im Prinzip müsste es auch reichen hier. Ein Gleis. Da muss halt der Zug hier mal ganz kurz warten. So, wir starten. Den wir hier erstmal rüberbauen. Genau, ich baue hier unten. Ja, obwohl es ist ein fieser Umweg. Ich glaube, das ist übelst das Terraforming hier am Start.
Wäre das sinnvoll, hier so ein kurzes Stück die Strecke mitzunehmen? Nee, ich glaube nie. Welchen Sinn macht das Skorpion? Dann werde ich hier mal. Das mal so ein bisschen unorthodox hier ankeddeln, aber wenn ich hier schon mal dieses Kreuz habe, also diese Anbindung, dann. Hoch, mache ich das einfach mal so. Moving on. Ich glaube, das ist auch ein Lied, was wir eher selten gehört haben im Let's Play, weil das kommt irgendwie erst nach einer Stunde. Und weil wir ja immer bloß Stundenfolgen gemacht haben, würde ich behaupten, kommt das jetzt mit einmal zum ersten Mal überhaupt. Dillalum. Oh, hinten der. Die Drums im Hintergrund. Achtung! Achso, jetzt kamen sie nicht. Aber beim ersten Mal, wenn das erste Mal diese Refrain-Melodie kommt, da kamen dann danach noch so Drums. Und das klang ein bisschen stylisch, fand ich jetzt so. Das ist übrigens hier der Original-Soundtrack zum Spiel. Für alle, die es nicht wissen. Gab jetzt mal einen Kommentar unter einem Video, dass die Musik sehr gut zum Spiel passt. Was ganz einfach daran liegt, dass das die Originalmusik des Spiels ist. Achtung jetzt nochmal. Ne, jetzt kommt's nicht mehr. Hallo? Wollt ihr mich verarschen, Spiel? Na gut, dann halt nicht. So, hätten wir jetzt unsere Strecke ja weitergebaut. Und da werden wir jetzt mehr so Holzdingens. War das hier Holz? Oh, die machen doch Gewinn hier, die Züge. Ganz, Papier meine ich natürlich. Gibt es keinen Grund, sich hier zu beschweren. Beladen und Abfahrt. Papier eingestellt. Jawohl. Toronto ist auch ganz schön gewachsen. Das war vorher nur so kleines kleine Stadt und jetzt hier. So, jetzt nochmal Versuch. Bass, Drums im Hintergrund nach dem Refrain. Ja, jetzt eben, habt ihr es gehört, hoffentlich. Klang schon stylisch. Ja, Toronto wächst, aber größte Stadt bleibt, darf Dawson, also hier das persönliche Ziel nicht erreicht, Toronto als größte Stadt hier auf der Karte zu etablieren, leider ist ja in der Realität auch anders. Da ist ja Toronto die größte Stadt Kanadas. Aber ich habe ja noch eine Idee. Nö, das ist Dawson. Dawson will ich hier nicht nochmal unterstützen. Ja, Toronto. Ja. Cruise Control ist das. Nein, jetzt habe ich mich hier verdrückt. Das war jetzt dumm. Also wir gehen noch mal hin. Also ich will ja hier auch die richtige Reihenfolge haben, so. Wie hatten wir das nie vorhin schon? Hey, das hatten wir ja gerade. Also mal jetzt hier. Jetzt ist halt die Frage, spielt das in der Reihenfolge ab oder?
Alle, ja, genau, alle. Also mal auf ein neues. Das hatten wir also mal jetzt hier. Natürlich. Genau, Cruise Control, ja. Das ist das. Ja, die Musik passt sehr gut zum Spiel. Guck mal, ich habe eine Idee. Man könnte doch eigentlich noch mal. Toronto hat doch Straßenbahn gehabt. Na, wie war das hier? Steuerung C? Nee, X. Umschalt X. Wie konnte man hier alles machen mit Transparenz? Weiß ich schon gar nicht. Hab ich vergessen, wie ich das Menü aufrufen konnte. Aber ich will jetzt hier auch keine Experimente machen. Ach, das war bescheuert. Zwar habe ich jetzt ziemlich vor. Ich würde gerne sowas wie eine Überlandstraßenbahn hier nochmal bauen. Die hier in Toronto losfährt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das Netz hier noch mit ankettle. Ich habe eine andere Idee. Ich baue erstmal. Hä? Ach so. Ich werde auf jeden Fall hier anbinden, aber dann wird das hier so eine Runde fahren. Das ist ja mal toll hier die Kante. Also wer sich das ausgedacht hat. Man fährt die Bahn ja hinten lang. Und dreht dann hier hinten eine Runde und dann. Oh. Das geht ja gar nicht hier. Aber so, das hat sich jetzt eine Straßenbahn only. Brücke und jetzt haben wir auch für den Straßenverkehr die Brücke eingerichtet. Das Depot stellen wir einmal hierher. Und dann müssen wir noch unsere Haltestellen hinbauen. Fangen wir hier hinten an, hier und hier gibt es bloß zwei, einfach mal. Hier ist noch eine und hier. Hier auf dem Hang, hier unten. Dann geht's weiter. Hier, Ober-Toronto, Ober-Toronto, Unter-Toronto, Toronto-Station, bla bla. So. Halt. Habt ihr jetzt ernsthaft ein